Die Wienerin, um die es in der nächsten Reportage geht, wollte auch eines Tages am liebsten durch die Hintertüre ihres alten Lebens flüchten. Die Stewardess Elfis Diskal hatte irgendwann ihr luftiges Leben satt. Viel lieber wollte sie ab nun mit den Wayapi-Indianern zusammenleben. Nur die Indianer wussten am Anfang nicht so recht, warum. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist nicht gut für mich, weiter bei der Fliegerei zu bleiben. Ich wurde auch ein wenig oberflächlich und hopp, 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 wie ein Schmetterling, wie ein Flugzeug eben um den Globus fliegt. Ich hatte das Gefühl, ich muss weg. Ende 1978 hatte Elfis Diskal wieder das Gefühl, weg zu müssen. Sie fuhr nach Französisch-Guayana, zu den von der Zivilisation isoliert lebenden Wayapi-Indianern, hunderte Kilometer von den nächsten französischen und kreolischen Siedlungen entfernt. Ich bin von der Gendarmerie hingebracht worden. Die Gendarmen machen ab und zu, also dreimal im Jahr ungefähr, Patrouille. Und weil es ja diese Dörfer, wo ich war, liegen an der Grenze, im Oyapock-Fluss, Grenze zu Brasilien, so war es für die Indianer gar nichts Außergewöhnliches, dass wieder mal die Gendarmerie kam. Sie stellten mich vor, das ist die Elfi und die bleibt jetzt da. Ist euch das recht? Und die sagten ja, weil der Indianer, wenn der Weiße ihm was sagt, noch dazu suggestiv fragen, wird er ja immer ja sagen. Und ich blieb dann dort in dem Gästepfahlbau, den es in jedem Dorf gibt, und versuchte, den Menschen dort näher zu kommen. Ich hatte 300 Kilogramm Reis mit und habe geglaubt, naja, also mit dem kannst du dir alles eintauschen, was du so brauchst. Und das klappte dann nicht. Und ich habe dann nur, also Monate, also 2 Monate kann man sagen, nur von Reis und Bananen gelebt, war noch nicht angepasst an das Klima, hatte keine Abwehr gegen die Krankheiten. Für die Menschen war ich die Fremde, sie kannten mich nicht. Sie kümmerten sich nicht um mich. Und sie sind krank geworden, ne? Und ja, ja, dann auch wahrscheinlich durch die schlechte Ernährung, durch die psychische Belastung, die am Anfang da Welche war. Welche Krankheiten? Kamen nach der Reihe, also alle möglichen. Malaria hatte ich von Anfang an, eigentlich ziemlich bald. Dann Dengue, Fieber, das sind so Krankheiten, wo man so asynchron sieht und schlecht hört und kein Gleichgewichtssinn hat. Dann bekam ich eine Hepatitis. Und das war also dann schon der Moment, wo es mir eigentlich am schlechtesten ging, wo die Gefahr am größten war. Dann ging es mir besser und ich zog in ein anderes Dorf, in ein kleineres Dorf, das nie von Fremden besucht wird. Und dort wurden Sie von einer Familie aufgenommen. Elfis Diskal beabsichtigte, auch von dieser Fahrt wieder mit einem Film nach Hause zu kommen. Sie führte eine komplette Filmausrüstung mit sich. Die Wayapis, eine kleine ethnische Gruppe, die rund 500 Seelen zählt, stand dem Unternehmen abwartend gegenüber. Es wurden ihr zwar keine Hilfe geleistet, aber auch keine Schwierigkeiten gemacht. Eine Frau allein. Da es selbstverständlich nicht möglich war, die Batterien zum Filmen mit elektrischem Strom aufzuladen, gehört ein Sonnenkollektor zu ihrer Ausrüstung. Haben Sie eigentlich dem Schönheitsideal der Wayapi entsprochen? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Sie haben zwar nicht gesagt, du bist hässlich, aber wenn Sie von schönen Frauen und schönen Mädchen gesprochen haben, dann waren das immer Typen, die also völlig anders ausgesehen haben als ich, die also möglichst kräftig sind. Die oft noch sehr jungen Mütter der Wayapi-Indianer bringen ihr Kind ohne fremde Hilfe und außerhalb des Dorfes zur Welt. Am Waldrand bereiten sie sich ein einfaches Lager, um die Stunde der Geburt abzuwarten. Das Kind bleibt dann bis zum dritten oder vierten Lebensjahr am Körper der Mutter. Von klein auf wird das Baby an das Baden im kalten Fluss gewöhnt. Nicht nur zur Reinigung, sondern auch zur Abhärtung. Hat sich da ein Kontakt entwickelt, ein stärkerer Kontakt zu einzelnen Personen? Sagen wir, haben Sie eine Freundin dort gehabt, eine besondere? Oder hat sich auch ein erotischer Kontakt mit einem Mann ergeben? Oder wie war das? Ja, ich hatte zu mehreren Personen ein besonderes Verhältnis. Ich erkannte natürlich, dass genau wie bei uns auch die Unterschiede von Mensch zu Mensch groß sind, dass der eine sympathischer ist als der andere, zugetaner ist als der andere. Und dann hatte ich Pilolo, mein Nachbar, der mich als Schwester aufgenommen hatte. Und das hatte natürlich schon eine gewisse Bewandtnis. Pilolo
hatte mich bestimmt sehr gerne. Das spürt man ja auch. Ich hatte ihn auch sehr gerne, vielleicht sogar mehr als nur brüderliche Gefühle. Nur er wusste von Anfang an, dass ich weggehe. Und er ist ein sehr wichtiger Mann im Dorf. Er wird, wenn der alte Kapitän, der jetzt da ist, tot ist, die Führungskraft im Dorf sein. Und die Verbindung Mann-Frau ist bei den Wayapi eine sehr seriöse, sehr strenge Angelegenheit. Es gibt keine Halbheiten. Ein Mann kann mehrere Frauen haben, aber er muss sie heiraten. Und das ist für immer. Und da er wusste, dass ich weggehe, war überhaupt keine Verbindung möglich, ohne dass er sich lächerlich gemacht hätte. Es ging nicht. Na, war das nicht so, ist das nicht so, dass Sie ja für die Männer dort einen exotischen Reiz gehabt haben und dass sie sehr attraktiv waren und dass die versucht haben, auch mit Ihnen also einen erotischen Kontakt anzubahnen? Ja, sicher habe ich Ihnen gut gefallen. Aber also wie gesagt, für die Männer, die verheiratet sind, war überhaupt nichts möglich. Und die jungen Burschen, die ja auch sehr oft bei mir waren, die sind auch manches Mal so wie aus dem Erdboden kommend nachts vor der Hängematte gestanden, haben mich aufgeweckt, ganz leise. Da durfte man dann, ich habe mich dann auch daran gewöhnt, bin auch gar nicht mehr erschrocken. Und haben gefragt, ob ich mit ihnen schlafen will oder nicht. Und wenn ich sage ja, dann ist gut. Und wenn ich sage nein, dann ist es auch gut. Es wird gefragt, es wird nicht hofiert oder irgendwie das indirekt gesagt, sondern es wird direkt gefragt. Und Sie haben immer Nein oder haben Sie Ja gesagt? Oder? Ach Gott, lassen Sie mir doch auch ein bisschen Persönlichkeit. Vieles würde Elvis Deskal bei ihrem fast ein Jahr währenden Aufenthalt bei den Wayapis verständlich, manches blieb ihr fremd. Wie zum Beispiel das Marake, die Ameisenmarte. Die Ameisen, die ähnliche Stacheln wie die Wespen aufweisen, werden in Grasgeflechte eingeklemmt. Das ist dann das Tapir-I, das auf bestimmte Körperstellen gedrückt wird. Vor allem für die Kinder ist das Marake ein furchtbares Erlebnis. Zum Teil soll diese Ameisenmarte abhärten, zum Teil soll sie gegen gewisse Krankheiten immunisieren. Und für die Erwachsenen ist das Ganze eine Mutprobe. Eigentlich reizt mich schon das Abenteuer. Ich glaube nicht, dass Abenteuer unbedingt was mit Muskeln und Kraft zu tun hat. Ja, aber es gehört eine gewisse Furchtlosigkeit dazu, ne? Ja, aber wahrscheinlich ist das auch angeboren. Ich war als Kind schon eher sehr abenteuerlustig und risikofreudig. Und die Angst vor der Zukunft, vor dem Altwerden, vor Krankheiten, oder haben Sie diese Angst auch nicht? Diese Angst habe ich vielleicht gehabt, sicher sogar gehabt. Aber aufgrund meiner Reisen und meiner Kontakte mit Naturvölkern habe ich diese Ängste völlig abgelegt. Das sind Menschen, die im Heute leben, die das Heute voll erleben, die vielleicht an morgen denken, aber auch nicht viel weiter. Und das ist eine gewisse positive Art, die Dinge zu sehen und die Probleme auch anzupacken. Und das habe ich mir voll angewöhnt, bewusst auch angewöhnt, weil es viel einfacher ist, so zu leben. Wo Elvis Deskal heute ist, ist nicht bekannt. Auch der Verlag, in dem sie ihre Bücher geschrieben hat, weiß nicht, wo sie steckt. Wahrscheinlich in irgendeinem Winkel der Welt, wo sie nicht gefunden wird, weil sie nicht gefunden werden will.